angemeldet. Unser Durchsuchungsbefehl. Wir sehen uns das Flugzeug an. Warten Sie, warten Sie, warten Sie! Du benimmst die Soldaten. Check das Gepäck. Lass nichts aus. Gefahrenverzug. Fangt oben an. Wo wollen die hin? Geh mal da rein, Süßer, komm. Ma'am, setzen Sie sich bitte. Was ist? Halt, halt, halt! Stopp! Hey, hey! Hey! Hier wird nichts weggefahren, klar? Das könnt ihr alles nachher machen. Die LKWs bleiben alle da. Die ganzen Wände runter! Macht die Verkleidung ab! Der Vogel ist riesig, Rich. Was soll das? Hier wird nichts angefasst, bevor es nicht durchsucht ist. Klar, Captain? Gar nichts. Wir nehmen den Flieger auseinander, checken die LKWs und es werden alle Leute durchsucht. Steht alles da drauf, Sir. Sind vorbei die glanzvollen Tage von Ihrem Mann. Jetzt wird das FBI anrücken, wird alles mitnehmen. Und alles heißt alles, aber nicht bevor ich meine Abfindung habe. Wo ist das Geld versteckt? Welches Geld? Wovon sprechen Sie? Von welchem Geld ich spreche? Von dem Fluchtgeld, das Frank wie jeder andere Gangster im Haus versteckt hat. Frank wird Sie erschießen, wenn Sie nicht sofort gehen. Oh, lassen Sie meine Schwiegertochter in Ruhe! Hinsetzen, sag ich! Lade den Sarg da ab. Aufmachen. Das mache ich nicht. Verdammt ist die Töle scharf, hä? Aufhören! Sofort! Ich habe laut richterlichem Beschluss die Erlaubnis, die Maschine zu durchsuchen. Die Maschine und die Ladung. Aber meine Erlaubnis haben Sie nicht. Die brauche ich nicht, Captain. Hey! Hey! Na gut, Junge, komm schon! Frank! Geh mal da weg! Alles klar, okay. Hey, fass mal mit an. Die Bombe. Das ist eine militärische Transportmaschine. Wäre da Heroin an Bord, wäre jemand vom Militär darin verwickelt. Das hieße, dass das Militär, das bereits in einem Krieg kämpft, der inzwischen 50.000 Tote gefordert hat, parallel Rauschgift schmuggelt. So wird man diesen Vorfall heute interpretieren. Dass ein Beamter dieser Behörde die Meinung vertritt, die United States Army sei in den Drogenschmuggel verstrickt. Und er versucht das zu beweisen, indem er die Leichen junger Männer schändet, die ihr Leben im Kampf für die Demokratie geopfert haben. An dieser Maschine befinden sich Drogen. Halten Sie sofort den Mund! Ist es dann ein Wunder, wenn aufgrund Ihrer Taten
Das gesamte Bundesdrogenprogramm Gefahr läuft ebenso eifrig und löst dann demontiert zu werden, wie dieses beschissene Transportflugzeug, denn das haben Sie geschafft, Mr. Roberts, ganz allein. Ich hatte Informationen, wonach unser Hauptverdächtiger Stoff ins Land schmuggelt, und zwar in dieser Maschine. Und dieser Verdächtige heißt? Frank Lucas. Wie? Sein Name ist Frank Lucas. Wer ist Frank Lucas? Für wen arbeitet er? Welche Familie? Kein Italiener, er ist schwarz. Wollen Sie mich verarschen, oder was? Sie stehen so dicht vor dem Ende Ihrer Karriere und haben den Nerv, mich zu verarschen? Meine Ermittlungen deuten darauf hin, dass Frank Lucas im Drogengeschäft über der Mafia steht. Und Sie lassen folgenden Schluss zu. Frank Lucas bezieht seinen Stoff direkt über eine Quelle in Südostasien. Er lässt die Mittelsmänner aus und schleust über das US-amerikanische Militär in Transportmaschinen unverschnittenes Heroin in die Vereinigten Staaten ein. Und das macht er seit mittlerweile 1969. Ich habe gegen jedes Mitglied von Franks Organisation Beweise. Franks Organisation? Niemals hat ein scheiß Nigger geschafft, was der amerikanischen Mafia in 100 Jahren nicht gelang. Das wollen Sie wissen, obwohl Sie Ihren Kopf nicht von Ihrem Arsch unterscheiden können. Tun Sie mir einen Gefallen, Lou. Schaffen Sie mir diesen Itzig hier raus. Itzig! Hey, 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 hey.